Soundcheck, Soundcheck, one. Die Götterfunk Studio Sessions. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Götterfunk Studio Session hier im FS1 Studio. Immer ausgestrahlt jeden zweiten Mittwoch auf der Radiofabrik und im kommenden Programm von FS1. Bei mir ist jetzt Peter Schops alias Peter Schreiner bzw. alias Peter Schops aus Oberbayern, ein Musiker zu uns. Und bevor wir uns jetzt kurz dem Interview zuwenden, hören wir sie kurz den Song Urlaub in Österreich an. Ja. Wir sind ein Land mit Bergen und vielen Seen. 9 Bundesländer haben wir in 8 Nachbarstaaten. Grenzen an für Offenheit sind wir auch sehr bekannt. Bei uns wird Ihnen sehr viel geboten. Urlaubsland nur mit den besten Noten. Ferienziel für Sie das ganze Jahr. Bei Freunden, das ist wunderbar, unsere Hauptstadt, ja, die nennt sich Wien, weltweit bekannt und immer wieder schön. Ja, wir laden Sie recht herzlich ein, Gast bei uns zu sein. Ja, ja, Urlauber und alle Leute, es ist uns wirklich eine große Freude. Herzlich willkommen bei uns. Bei uns in Österreich, Urlauber und alle Leute, es ist uns wirklich eine wahre Freude. Herzlich willkommen bei uns, Urlaub in Österreich. Und wer unser Land schon besser kennt, ja, der weiß, wie herzlich die Menschen sind, der weiß, wie schön es bei uns ist, das ganze Jahr hindurch nur kaiserlich. Und wenn es auch mal Fragen gibt im Tourismusbüro, da kümmert man sich, da ist man da für Sie zu jeder Zeit offen, ehrlich, mit viel Vertraulichkeit. Und wenn Sie uns jetzt besuchen wollen, darüber würden wir uns sehr, sehr freuen. Wir sind immer gerne für Sie da. Österreich ist wunderbar. Ja, ja, Urlauber und alle Leute, es ist uns wirklich eine große Freude. Herzlich willkommen bei uns in Österreich. Urlauber und alle Leute, es ist uns wirklich eine wahre Freude. Herzlich willkommen bei uns, Urlaub in Österreich. Urlauber und alle Leute, es ist uns wirklich eine große Freude. Herzlich willkommen bei uns in Österreich. Urlauber und alle Leute, es ist uns wirklich eine wahre Freude. Herzlich willkommen bei uns, Urlaub in Österreich. Ja, 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 willkommen, willkommen bei uns, Urlaub in Österreich. Ja, 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 willkommen, willkommen bei uns, Urlaub in Österreich. Gleich einmal vorweg, damit wir ungefähr einen Plan haben, wie lange das schon so dahin geht. Seit wann gibt es denn dieses Solo-Projekt, ist es ja noch? Ja. Solo, prinzipiell Solo-Projekt, seit wann gibt es das? Ungefähr? Das Solo-Projekt gibt es ja seit 2018 sowas. Ja. Also durch gute fast halbes Jahrzehnt?
Ja, ungefähr. Ich habe bis 2015 mit einer Band zusammengespielt, mit Halb so wild, so hat sie die genannt. Mhm. Und das ist dann auch auseinandergegangen. Und ich habe dann auch mal Auszeit genommen und habe mich dann eigentlich auf mich konzentriert und eigentlich die bayerischen Lieder, also am bayerischen Mundart halt zum Singen. Mhm. Ja, und das mache ich halt jetzt seit einigen Jahren mache ich das jetzt allein. Mhm. Und wie bist du zur Musik gekommen? Wie hat sich das Ganze so entwickelt? Das hat es bei uns eigentlich schon früher, wie ich noch Kind war, in der Familie schon gegeben. Mhm, also so mitgenommen. Genau, meine Schwester, die hat Akkordeon gespielt, ich habe dann Mundharmonika gespielt, habe Bass gespielt, elektrische Gitarre. Jetzt bin ich so bei der Western-Gitarre, bin ich jetzt so hängen geblieben. Mhm. Und weil mir es halt taugt, man sieht es ja auf meinem Plakat hinten, Musik mit Dialekt, der in unseren Worten steckt. Bei mir ist das halt bayerisch. Ja. Und weil wir halt in Salzburg sind, hat gesagt, es gibt halt den Salzburger Dialekt oder das Tirolerische oder ein Wiener Dialekt. Ja. Und ich finde es auch wichtig, dass die Dialekte gepflegt werden, damit die ja nicht aussterben. Ja. Und ich sage auch, ich habe noch nie zu einer Frau gesagt, ich liebe dich. Das habe ich noch nie gemacht. Ja, befremdlich, ja. Ich mag die oder ich habe die gern, aber ich liebe dich. Das habe ich überhaupt nicht gemacht. So auf bayerisch aber schon, oder? So eine Variation vielleicht. Gern. Ich mag oder so wegen, ja? Dein Essen ist super gut. Sag ich aber gern. Aber ja, okay. du kommst ja ursprünglich oder wohnst auch noch in Haag? Nein, ich bin in Haag geboren. Ah, okay. Mhm. War 51 Jahre in Haag. Habe in Haag auch ein Geschäft gehabt, so einen Prüfbetrieb für Druckgasflaschen und so Dinge. Ja. Mhm. Und habe den 2015 beendet. Habe bis 2017 da so weitergemacht, ja, in der Branche so, und habe mich dann so 2018 so der Musik wieder gewidmet, ne, indem ich halt einfach auch neue Songs gemacht habe in dem Stil, den ich halt so habe, und das ist halt einfach eine bayerische Mundart. Mhm. Also nur quasi bayerische runter, da ist jetzt auch nichts anderes da drin, sondern ist das nur auf die Richtung oder ist da noch ein bisschen was anderes da drin? Oder du würdest sagen, das ist quasi so der Kern? Genau, das ist eigentlich so der Kern. Also ich kann jetzt nicht Urlaub in Österreich, ich meine, das ist jetzt nicht unbedingt jetzt richtig bayerisch gesungen, ja, das ist halt auch ein bisschen Hochdeutsch gesungen oder was, aber man kann ja auch mal das Hochdeutsche ein bisschen vermischen mit dem Bayerischen, damit halt auch wieder die Worte so ein bisschen ineinander fließen, das kann man ja alles machen. Und das finde ich halt, das taugt mir halt, und ich finde das halt mit unseren Dialekten, die halt wirklich schön sind, auch wenn es vielleicht der eine oder der andere vielleicht nicht versteht, aber ich mag Österreich sehr, sehr gerne, wir sind ja wirklich ein gutes Nachbarland, Deutschland und Österreich, und ich bin gerne in Österreich, mir taugt das Österreich, und weil mir das halt gefällt und taugt alles, so ist auch dieses Liedurlaub in Österreich entstanden. Ja, das ist ja, das muss ja irgendwo herkommen und es inspiriert mich halt was. Mhm. Und dann ist halt, okay, warum soll es nicht für die Österreicher mal Urlaub in Österreich? Ich meine, das haben ja schon so Kufsteiner und zu mir haben schon gesagt, hey Peter, Schops, du, für einen Bayern gar nicht schlecht. Ja, hören wir immer gern, gell? Ja. Ist ja nicht so, als ob man unseren Dialekt jetzt, sage ich mal, in Österreich nicht irgendwo verstehen wird. Das ist ja, sage ich mal, universell. Es ist ja nicht so, als ob man das überhaupt nicht versteht. Nein. Wenn es jetzt vielleicht einer, dann muss man halt ein bisschen langsamer reden oder man spricht halt ein bisschen langsamer. Aber uns versteht ja jeder. Ich habe ja auch viele Bekannte in Nordrhein-Westfalen drüben. Mhm. Wenn ich mit denen so ganz normal spreche, ich verstehe das Wort. Das ist gar kein Problem. Eben, ja. Das ist ja dann keine Sprachbarriere oder sonst nein, irgendwas. Nein, überhaupt nicht. Wenn der Detlef dann die Ohren ein bisschen spitzt, dann ist das überhaupt kein Problem. Geht ja bloß um die Wörter, dass man sich das ausdenken kann. Ah, okay, verstehe schon, was er gesagt hat. Jetzt zurück ein bisschen weg von Österreich. Du hast ja auch ein Lied über Landshut, beziehungsweise mehrere. Ich habe auch die Stadt Landshut einmal besungen in einem Lied. Ja. Das, genau. Ja, das wie kommt da Landshut, die Liebe zu Landshut dazu? Das war auch so eine Sache, da waren wir mit dem Motorrad in Landshut gewesen, und wenn du natürlich so, das war 2015, wenn du natürlich so in der Landshuter Altstadt so sitzt, weißt, oder, und schaust da auf die Trausnitz auf, weißt, und also die Landshuter Hochzeit und der Landshuter Park, oder es gibt in Landshut, ist eigentlich ein schönes Städtchen, gibt es überhaupt keinen Rat mehr. Und wenn man das halt auch, das hat mich auch so inspiriert, das Landshut-Lied, ich sage dir was, ich bin heimgefahren,
Das waren, ich weiß nicht, es waren 3-4 Stunden, dann war die fast fertig. Hm. Ja, das ist, bei mir gehen viele Dinge gehen dann oft sehr, sehr schnell. Mhm. Und das, also da das Landshut-Lied, das, also, das habe ich auch, das haben wir einmal so aufgenommen, so mit der Combo war das noch. Und es taugt eigentlich, den Landshut, das taugt das. Und wenn ich so ein Landshut bin oder was, das haut dann schon hier. Das, also, genauso ist es ja genauso auch. Das sagst du mir. Geh weiter Wind, hey Stadt, ich mag genau, den. Geh weiter Wind, das ist ein Bikersong. Mhm. Ja, und dieser Bikersong, es gibt ja nicht viele bayerischsprachige Bikerlieder. Ich kenne jetzt nicht aus, aber wenn du sagst. Also ich fahre ja auch ein bisschen und so, ich bin auch so ein Hobbyfahrer. Es gibt so Motorradlieder, ich kenne also von Wolfgang Viereck, der Oberbiker in Bayern schlechthin. Ja, also, der hat, Biker, ich glaube, sogar 2 Biker-Songs. Und ich kenne eins von der Spider-Murphy-Gang aus den 80er Jahren, 82, glaube ich, war das mit dem Titel BMW. Irgendwie mehr Werbesong, sage ich jetzt mal so. Und ich kenne eins von Österreich, vom Meister Gabelier. Der hat einen Biker-Song, das nennt sich Biker. Mhm. Und also mehr Mundart gesungene, außer halt jetzt da in Norddeutschland rum, natürlich da der Werner Brösel oder was. Ja. Aber so bei uns, von Viereck und Mainz, also ich kenne, ich weiß gar nicht. Heutzutage wahrscheinlich nicht mehr so. Wenn du sagst, 80er und so, das ist schon eine Zeit her. Ja, das ist schon eine Zeit her, aber das ist ein Biker-Song, man glaubt sogar der. Ich glaube sogar, der Vierer singt jetzt so, glaube ich, sogar Resi, ich hole dich mit der Harley ab. Naja, ich weiß auch nicht. Gut, jeder kann machen, was er will. Ich spiele nichts noch. Ich spiele eigentlich nur meine Lieder, die ich gemacht habe, weil die ganze Nachspürerei, was von den großen Liedermachern, das ja auch die Österreicher so hervorragend kennen, damit die Worte in sich fließen. Ich bin ja mit dem aufgewachsen. Wolfgang Ambros, SDS, ja. Reinhard Fendrich, mit denen bin ich alle aufgewachsen. Mit dieser Musik bin ich aufgewachsen. Ich habe die auch gespielt. Ja? Aber ich habe immer probiert, diese Lieder schon irgendwie aus Respektgründen schon sauber und ordentlich nachzuspielen. Mhm. Ja? Und das mache halt ich, das taugt mir einfach. Lieder zu machen oder neue Lieder zu schaffen, ja, die wo dann, wo du ein gewisses Publikum ansprichst. Mhm. Ja, gibt ja auch welche, die wo da sagen, ah, er schon wieder mit seinem Biker-Lied da. Ja, andere gefällt das halt. Ja, jeden das seine. Ist der Biker-Song denn auf einer Biker-Tour entstanden? Der, das ist tatsächlich so. Da bin ich Motorradl gefahren und habe so dahin geschwelgt und naja, eigentlich so ein Biker-Song gehört einmal her oder was und hab das überlegt, gibt es eigentlich, müssen mir auch keiner so richtig eingefallen. Hab dann auch erst später recherchieren und gefangen, was es denn so gibt. Und der ist mir eigentlich, sagen wir mal, zu 70% unter dem Motorradl von eingefallen. Mhm. Ja. Und dann da haben wir noch so die Musik dazu und dann spielst du das wieder, dann lass das einmal 2 Tage liegen und dann packst du das wieder an und so. Es ist ja eine gewisse Zeit, die das einfach braucht und Prozesse. Dauert und dann tust du noch ein bisschen was ein und gefällt dir, es muss ja dir gefallen, es muss ja dich auch ansprechen. Ja? Und wenn ich die Sachen ja nicht so singen darf, mein Motorrad ist was, fahren ist was Schönes und es ist halt immer schade, diese Dinge, die halt so passieren. Deswegen habe ich ja auch also eine kleine Botschaft für die Motorradfahrer, für die Biker. Da habe ich auch so einen kleinen Song. Bei den Biker ist immer so, die schreiben immer im Internet oder wie auch immer, so die Linke zum Gruß. Weißt, mit dem rechten Fahren zum Gas und die Linke zum Gruß. Da grüßen sie so, wenn sie es ja. Alles wunderbar, alles super. Ich sag G-A-D-H-A-M-V. Gas an der Hand, aber mit Verstand. Eine komplette Auftrag und dann einfach passt schon dahin. Genau, weil manche übertreiben schon. Gehen wir noch zu einem anderen motorisierten Vehikel. Ich habe gelesen, die Kollegin hat herausgefunden, du bist von Bayern nach Kambodscha gefahren mit einem Van. Nein, das haben wir nicht gemacht. Nicht? Nein, das wollte man machen, aber diese Reise hat nicht stattgefunden. Vielleicht kommen sie noch. Für nichts, nicht spät.
Gut, aber war das ein Plan gewesen? Oder warum ja, das war viel geplant. So da habe ich ja mein Geschäft aufgegeben deswegen. Ah, okay. Ja, das war schon viel geplant, weil ich habe in Deutschland etwas verändert. Mhm. Weißt du? Einer gegen ganz Deutschland. Das ist nicht so einfach. Ein bisschen schwieriger. Das kostet sehr, sehr, sehr viel Kraft. Ja? Und ich bin ja noch was draufgekommen, wo ich mit meinem Betrieb gesagt habe, hoppala, so wie meine Mitbewerber das machen, so geht das nicht. Ihr müsst das ändern, das haut so nicht hin. Und dann wurde es auch geändert und ich war ja zum Schluss dann auch in so einer Taskforce mit drin, um diese Prüfvorschriften zu revidieren. Mehr geht ja eigentlich schon fast nicht mehr. Und das war ja auch dann in Zusammenarbeit mit der BAM in Berlin etc., also mit der Bundesanstalt für Materialprüfung. Und ja, ich hab dann 2017 mit der ganzen Garde total aufgehört, weil ich mag da keine Energie, ich unterhalte mich gern, weißt du? Also einen Smalltalk halten, das ist wunderbar. So wie heute einen Ausflug machen nach Salzburg, ein paar nette Leute kennenlernen, weißt du? Das ist so mein Weder, weißt du? Ein paar Lieder schreiben, weil da mal einen Auftritt machen, da mal das. Und ich mache so Privatkonzerte, bei dir dann im Wohnzimmer, das kann man das dann machen, weißt du? Mhm. So Wohnzimmerkonzert oder Gartenkonzert, oder ist vollkommen egal. Ja, brauchst du so rufen, dann komme ich zu dir und dann machen wir das. Ja, ob da jetzt 3, 5 Leute oder du 10 oder 20 Leute in deiner Wohnung eingeladen hast, das ist dann egal. Wenn es die Wohnung hergibt, gell? Genau. Nur ganz kurz zurück, weil du gesagt hast, Prüfvorschriften und sonstiges, ist deshalb der Song Hesch da, ich mag dich nicht dazugekommen? Nein, der Song Hesch da, ich mag dich nicht, der ist ja noch gar nicht so alt. Ich muss direkt überlegen. Vielleicht ein halbes Jahr oder so. Mhm. Ja. Ich habe dieses Jahr ein paar Songs noch geschrieben. Der Song Hey Staat, ich mag dich nicht ist deshalb entstanden, weil ich merke, dass in Deutschland sowie auch in Österreich eine gewisse Unruhe entsteht. Die Leute lassen sich dieses von oben runter, ich sage jetzt mal, diese Großkopferten, die ja jeden Tag warnen, uns irgendwas vorschreiben zu müssen, ja, ob das jetzt mit Corona war, ja, oder jetzt auch mit der ganzen Wir retten die Welt, mhm, Geschichte zusammenhängt und uns das und das verbieten, beziehungsweise immer mehr Einschränkungen machen wollen. So ist das eigentlich entstanden. Ja. Und ich glaube, in Österreich ist das auch so. Weißt? Wenn ich also mit den Österreichern unterhalte, sagen wir, ja, Österreich will ja die Welt retten. Genauso wie bei euch. Zurück, weil du vorhin gesagt hast, Empfinden beim Song, dann hättest du jetzt noch die Lebensgeschichten gespürt und du hast auch vom Programm vorhin noch geredet, diese Lebensgeschichten, was du gesagt hast, magst du noch ein bisschen was dazu finden? Mhm. Ja, der Song Lebensgeschichten spüren, der ist eigentlich entstanden, da habe ich eine Familie kennengelernt in Neuötting, die aus Syrien, also ein Familienvater mit seiner Frau und mit 2 Kindern, den Weg von Syrien dann eben halt auch nach Deutschland aus Asylgründen auf sich genommen haben. Ja. Und mit denen haben wir geredet, die haben also sehr integriert, sprich ein sehr gutes Deutsch und haben uns mal so unterhalten und das hat mich halt auch dann zu diesem Lied inspiriert, Lebensgeschichten spüren, wenn es da erzählt werden, dann tun sie die berühren. Mhm. Und das hat mich einfach zu dem Zeitpunkt, es hat mich einfach berührt, wie mir der das erzählt hat, wie der diesen Weg da auf sich genommen hat und wirklich alles zu ist. Über Monate haben die da marschiert. Und das Leben, das schreibt so seine Geschichten von Krieg, von Flucht und Hoffnungslosigkeit. Mein Vater war 1913 geboren, in den Wirren des Ersten Weltkrieges. Der hat den Zweiten Weltkrieg mitmachen müssen. Der war auf der Flucht, weil mein Vater war ein Sudetendeutscher. Mhm. Der hat dann auch Tschechien verlassen müssen, weil sie uns wahnsinnig erschossen waren. Und jetzt haben wir mit der Ukraine haben wir dasselbe, jetzt sind wir wieder ein bisschen beim Politischen, aber es ist ja dasselbe. Die Menschen flüchten. Ja, was würde ich machen? Ich würde auch flüchten. Ja. Beziehungsweise, wenn es mir nicht jetzt ins Militär, wenn die sagen, du musst ins Militär, dann würde ich ins Militär einrücken. Das würde ich machen. Aber
wenn natürlich jetzt Menschen aus einem Kriegsgebiet flüchten und man kann das alles nachvollziehen und so, dann ist das schon eine menschliche Verpflichtung, dass man auch diesen Menschen hilft. Und jetzt sind wir wieder da, das Leben, das schreibt so seine Geschichten von Krieg, von Flucht und Hoffnungslosigkeit. Das wird auch kein Ende nicht mehr. Solange es diese Welt gibt, wird das so dahingehen. Weißt? Weil es ist ja dauernd irgendwas. Ich weiß gar nicht, was zur Zeit, wie viel Kriege zur Zeit auf dieser Welt. Ich weiß es gar nicht. Genug, glaube ich, genug. Ja. Aber zum Glück noch kein großer. Der letzte Song vorhin war jetzt auch noch für die. Hm? Ist das jetzt für was Persönliches bezogen oder ist das auch allgemein? Das ist eigentlich für alle. Mhm. Das ist so ein Liebeslied für die. Und ich glaube, dass mir der ganz gut gelungen ist. Es hat einfach was damit zum tun, dass man auch was zurückgibt. Mhm. Ja? Einen gewissen Respekt, sich die Menschen gegenseitig zueinander haben, weißt, wenn man, ob das jetzt hier in Salzburg ist oder da in der Edding, wo ich jetzt wohne, es ist vollkommen egal, weißt, wenn sich jeder ein bisschen zusammenreißen darf, war ja alles total entspannt. Schon schwierig genug für die meisten, glaube ich. Genau. Ja, und wenn ich halt einer so eine Freude machen kann und ob der jetzt, mir ist das egal, weißt, ob der schwarz, braun oder weiß ist, diese Person, ob der hetero oder homo ist, es ist mir vollkommen egal. Für mich ist erst einmal der Menschheit wichtig. Ja? Und wenn ich halt jemanden hier so ein bisschen, ich glaube, das so ganz gut, so ein bisschen in die Adventszeit reinpasst, der Song, das wenn er heute auch bei euch spielt, wenn ich da ein bisschen Freude machen kann, Ziel erreicht. Auch nicht schlecht. Weil du sagst, zu uns nach Salzburg jetzt kommen wir, jetzt mal abgesehen von heute, hast du vorhin schon kurz angeteasert, gibt es denn irgendwie geplante Auftritte in der nächsten Zeit? Eigentlich überhaupt nicht, weil ich bin heute einmal vorbeigefahren in Laufen, war einmal kurz dort, noch einmal kurz angehalten. Ich bin schon ein bisschen am Planen und so. Ich habe eigentlich viel so Wohnzimmerkonzerte gespielt, ja, weil einfach es hat Bühnen gegeben oder kleine Wirtshäuser und Gaststätten, die halt auch immer Musiker oder so da gehabt haben. Viel durch das Corona haben ein Geschäft aufhören müssen. Die haben das einfach nicht stemmen können, haben ein Geschäft aufgehört. Und die großen Bühnen, die haben auch ihre Probleme. Die schauen auch, wenn kann man jetzt da noch mit rein oder was, dann Thema Eintritt. Weißt? Also alles nicht so einfach zur Zeit. Ich glaube, dass das wieder kommt, dass die Leute auch wieder ein bisschen mehr weggehen, aber es hat sich wahnsinnig gehen, weil die Leute auch nicht mehr so aussehen irgendwie. Ja, das stimmt. Genau, und ich glaube, dass das einfach nur ein bisschen dauert, dass man sie wieder mal trifft oder was. So wie heute, ich war ja heute auch in Salzburg am Weihnachtsmarkt, man wunderschön, ja, auch schon viele Leute auch schon am Nachmittag unterwegs. Und ist ja wirklich schön zum Durchgehen und zum Anschauen. Und das ist ja eigentlich auch, weil was soll ich denn daheim die ganze Zeit? Weißt? Und wenn ich halt so für mich so mein Programm mache, das Programm Lebensgeschichten, ich habe halt meine deutschsprachigen Songs, meine bayerischen, die sind so circa 2x60 Minuten, ungefähr 20, 22 Lieder, ja, die halt dann runterspiele, erzähle ich ein bisschen was dazu, warum, weshalb. Ja. Und wenn man halt so den Aufmerk, den Hörer hat, den halt auch die Texte interessieren, weißt, das ist ja auch nicht mehr so ganz, weißt, früher habe ich mir einen Friedel Fiesel gehört, weil ich die Texte im Ding habe. Und ich wissen wollte, aber was singt denn der da? Wen verarscht denn der da? Weißt du, oder was macht der? Weißt? Dann hat es auch mal getaugt. Aber es ist nicht mehr alles so. Es hat sich viel gewandelt. Aber so, deswegen sage ich zu meinem, oder wenn ich halt ein bisschen eine Werbung mache, Shops, Kunst und Kultur. Und was wären dann die Pläne für die nächste Zeit? Gibt es schon einen Song in der Pipeline? Ja, wie schaut das aus? Ja, liegt schon lange an meinem Tisch starten, ja. Liegt schon da. Ja. Eigentlich schon. Haben sie schon gesagt zu mir, ist der so traurig. Der geht, muss direkt überlegen. Wie heißer Wind und Wüstensand. Unsere Liebe ist verbrannt.
so geht er los. Hört sich ein bisschen melancholisch an. Ja. Lange bisschen, haben wir, aber lange ist eh gut für die Weihnachtszeit. Uns nichts mehr gesagt, uns nicht mehr berührt. Mhm. Weißt, und dann ist eigentlich besser, vielleicht, dass man vielleicht sich dann halt auch im Guten trennt. Mhm. Ja, weil wenn man halt nichts mehr miteinander, wenn man bloß noch miteinander auf dem Cannabis sitzt und man schaut sich nicht einmal mehr an oder man hat sich nichts mehr zu sagen. Ich war nie verheiratet. Ja, aber ich denke mir immer, wenn schon Beziehungen nicht funktionieren, wie sollen dann Ehen funktionieren? Ja, wenn das erste schon nicht funktioniert, dann muss man es nicht erzwingen. Gell? Naja, so ist, wie gesagt, jeden Seins und aber wie heißer Wind und Wüstensand, unsere Liebe ist verbrannt. So geht der halt los. Mhm. Aber da muss ich uns wirklich mal hinsetzen und muss ich mal fertig machen. Schauen wir mal dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Dann auf jeden Fall sage ich Dankeschön fürs Kommen, Dankeschön fürs Ausspülen. Und weiß ich nicht, vielleicht haben wir die eh mal irgendwann in Salzburg nochmal bei irgendeinem Auftritt oder so. Ja, wie gesagt, schauen wir mal. Brauchen wir bloß anrufen oder schreibt eine E-Mail. Mhm. Könnt ihr ein bisschen auf Facebook schauen, bin ich auch ein bisschen drauf. Und es muss halt einfach einen Daumen, der halt sagt, okay, ich habe eine Gaststätte oder ich habe eine Kleinkunstbühne, wo die Leute halt aufmerksam Publikum zuhören. Also genau, das ist ja auch ein Publikum. Ja. Wie gesagt, ich bin ja, mache ja keine Tanzmusik oder was. Ja. Die müssen halt wirklich da halt auch zuhören und es eine gewisse, ja, mit einem gewissen, ich mache es halt einfach. Ich versuche es mit einem gewissen Stil zu machen, den ich halt so habe, diesen Stil, und halt diese Lieder so an die Leute zu vermitteln oder rüberzubringen. Mhm. Passt, gut. Ich sage Dankeschön. Ich bedanke mich. Vielen Dank für die Einladung. Gerne. Ich mit meiner Maschine, alles andere lasse ich einfach liegen. Ich fahr heiz irgendwo hin. Ich gib halt Gas, werd Kurven ziehen, mit meinen Sinnen rebellieren, von übers Land Freiheit spüren. Der Asphalt schwarz, gleich unter mir, der Himmel ganz hoch über dir, unendlich weit und blau wie das Meer. Geh weiter, Wind, berühr mich jetzt. Ich lass es zu, ich lebe jetzt. Ich lass alles los, ich bin bereit. Geh weiter, Wind, berühr mich heut. Geh weiter, Wind, berühr mich jetzt. Ich lass es zu, ich lebe jetzt. Ich lass alles los, ich bin bereit. Geh weiter, Wind, berühr mich heut. Die Biker, die ich da so triff, die meisten lässig und ganz tief entspannt, Gas an der Hand. Den ganzen Tag fahr ich dahin, mal schnell, mal langsam, irgendwie, dass Sonne noch bis untergeht. Es ist halt dieses Gefühl in mir, das ich hab, das ich spür und weiter fahr, tief in die Nacht. Ja, und weiter fahr, tief in die Nacht. Geh weiter, Wind, berühr mich jetzt. Ich lass es zu, ich lebe jetzt. Ich lass alles los, ich bin bereit. Geh weiter, Wind, berühr mich heut. Geh weiter, Wind, berühr mich jetzt. Ich lass es zu, ich lebe jetzt. Ich lass alles los, ich bin bereit. Geh weiter, Wind, berühr mich heut. Geh weiter,
kleiner Wind, berühr mich jetzt. Ich lass es zu, ich lebe jetzt. Ich lass alles los, ich bin bereit. Geh weiter Wind, berühr mich heut. Geh weiter Wind, berühr mich jetzt. Ich lass es zu, ich lebe jetzt. Ich lass alles los, ich bin bereit. Geh weiter Wind, berühr mich heut. Ja, ja, berühr mich heut. Ja, ja, berühr mich heut. Ja, ja, berühr mich heut. Wenn ich steh, dann sitzt du. Und wenn ich lauf, dann gehst du. Wenn ich warn, dann lachst du. Und wenn ich red, dann schweigst du. Hey Staat, ich mag dich nicht, weil's deine eigenen Leid vergisst. Hey Staat, ich mag dich nicht, weißt, lügst und betrügst. Hey Staat, ich mag dich nicht, bist korrupt, bereicherst dich. Und im Bundestag in Berlin, über 700 von dir sitzen da drin. Hey Staat, ich mag dich nicht, weil du mir meine Freiheit nimmst. Na, ich mag dich nicht, weil du mir meine Freiheit nimmst. Wenn ich verliere, dann gewinnst du. Und wenn ich gib, dann nimmst du. Hab ich Stress, relaxst du. Aber mein Geld, das merkst du. Na, na. Hey Staat, ich mag dich nicht, weil's deine eigenen Leid vergisst. Hey Staat, ich mag dich nicht, weißt, lügst und betrügst. Hey Staat, ich mag dich nicht, bist korrupt, bereicherst dich. Und im Bundestag in Berlin, über 700 von dir sitzen da drin. Hey Staat, ich mag dich nicht, weil du mir meine Freiheit nimmst. Na, ich mag dich nicht, weil du mir meine Freiheit nimmst. Hey Staat, ich mag dich nicht. Hey Staat, so geht das nicht. Hey Staat, hey, bist du blöd? Hey Staat, ich mag dich nicht. Hey Staat, ich mag dich nicht, weißt deine eigenen Leid vergisst. Hey Staat, ich mag dich nicht, weißt, lügst
und betrügst. Hey Staat, ich mag dich nicht. Bist korrupt, bereicherst dich. Hey Staat, ich mag dich nicht. Weißt ma, meine Freiheit nimmst. Meine Freiheit nimmst. Hey Staat, meine Freiheit nimmst. Hey Staat, ich mag dich nicht. Das Leben, das schreibt so seine Geschichten von Krieg, von Flucht und Hoffnungslosigkeit. Das Leben, das schreibt ja so viele Geschichten von Kummer und Leid. Das Leben, das schreibt so seine Geschichten von Liebe, Glück und Heimat daheim. Das Leben, das schreibt ja so viele Geschichten. Ah, du bist nicht verloren. Lebensgeschichten spüren, wenn's dir erzählt werden, dann tun's die berühren. Lebensgeschichten spüren, wenn's das hörst, tun's die berühren. Lebensgeschichten spüren, wenn's dir erzählt werden, dann tun's die berühren. Lebensgeschichten spüren, wenn's das hörst, tun's die berühren. Das Leben, das schreibt so seine Geschichten von Wünschen, die sie nicht haben erfüllt. Das Leben, das schreibt ja so viele Geschichten. Es braucht viel Geduld. Das Leben, das schreibt so seine Geschichten. Bist um, bist und, hast was oder nix. Das Leben, das schreibt ja so viele Geschichten. Auch über die, das ist gewiss. Lebensgeschichten spüren, wenn's da erzählt werden, dann tun's die berühren. Lebensgeschichten spüren, wenn's das hörst, tun's die berühren. Lebensgeschichten spüren, wenn's da erzählt werden, dann tun's die berühren. Lebensgeschichten spüren, wenn's das hörst, tun's die berühren. Lebensgeschichten spüren. Wenn's da erzählt werden, dann tun's die berühren. Lebensgeschichten spüren, wenn's das hörst, tun's die berühren. Und schäm dich nicht. Erzähl deine Lebensgeschichte. Wenn ich an dies Weihnachten denk, weiß ich noch nicht, was ich dir schenk. In so viel Geschäfte geh nein, doch irgendwie ist nix dabei. Ich kenn dich gut, du bist meine Frau, und was dir taugt, weiß ich genau. Dann fahr ich heim und sitz mich hin und schreib heute mal ein Lied für die, das ist für die, weil ich die mag. Das ist für die, ich steh auf die. Das ist für die, weil ich die mag. Das ist für die, ich steh auf die, steh auf die, weil du an anderen so viel gibst und das für die ganz selbstverständlich ist. Zieh ich heut meinen Hut vor dir, mit diesem Lied sag ich zu dir, für die,
das ist für die, weil ich die mag. Das ist für die, ich steh auf die. Das ist für die, weil ich die mag. Das ist für die, ich steh auf die, steh auf die. Und weil du lachst und weil du liebst und Herzensgüte von dir gibst, kriegst du heut auch was zurück von mir. Mit diesem Lied sag ich zu dir für die, das ist für die, weil ich die mag. Das ist für die, ich steh auf die. Das ist für die, weil ich die mag. Das ist für die, ich steh auf die. Das ist für die, weil ich die mag. Das ist für die, ich steh auf die, steh auf die. Das ist für die. Soundcheck, soundcheck, one. Götterfunk Studio Sessions.